Wenn du merkst, dass du in deinem Job irgendwie unzufrieden bist, vielleicht sogar unglücklich, aber irgendwie nicht so richtig den Finger drauf legen kannst, an was das liegen könnte, dann möchte ich dir heute die häufigsten Gründe vorstellen, wieso Menschen in ihrem Job unzufrieden sind und was du dagegen tun kannst. Hi, mein Name ist Alex und auf diesem Kanal mache ich Themen rund um berufliche Veränderungen und wenn du auf der Suche nach mehr in deinem Leben bist. Bei den Themen, die ich auswähle, habe ich stets den kreativen Unternehmergeist im Sinn. Wenn dir solche Videos gefallen, dann würde ich mich über ein Abo und einen Daumen hoch freuen. Grund Nummer 1, schlechte Bezahlung. Das sieht jetzt nach einem sehr profanen Grund aus, ist aber nichtsdestotrotz ein sehr wichtiger Grund. Auch wenn ich hier auf diesem Kanal immer wieder betone in meinen Videos, dass Bezahlung und Geld eben nicht alles von einem Job ist, so ist es doch so, dass eine Arbeit uns erstmal dazu dient, unseren Lebensunterhalt zu sichern. Und wenn ich Vollzeit einer Arbeit nachgehe, bei der ich ein Geld bekomme, was nicht reicht, um meine, ich sag mal, grundlegenden Lebenserhaltungsbedürfnisse wie Dach über dem Kopf, Nahrungsmittel und so weiter zu decken, dann ist das eine Schande. Der häufigste Grund, der für einen Jobwechsel in Statistiken angeführt wird, ist immer noch ein höheres Gehalt. Jetzt müsste man hier aber differenzieren zwischen ich will ein höheres Gehalt haben, um wirklich meinen grundlegenden Lebensunterhalt zu bestreiten oder ich möchte ein höheres Gehalt haben, um mir irgendwie ein drittes Auto leisten zu können, mein völlig überdimensioniertes, zu 100% finanziertes Haus leisten zu können, meinen vierten Urlaub irgendwo in Übersee in einer exotischen karibischen Insel, denn das, finde ich, ist mindestens eine genauso große Schande. Statistiken zeigen auch immer wieder, dass sich die Lebenszufriedenheit ab einem Jahresbruttogehalt von 60.000 Euro nicht mehr steigern lässt. Und das mag jetzt vielleicht für einige nach sehr viel Geld klingen, aber bei vielen Leuten, die ich hier auf diesem Kanal anspreche, ist dieses Level an Gehalt, an Einkommen bereits erreicht. Das bedeutet auch, wenn ich dieses Gehalt bereits erreicht habe und einen Jobwechsel in Erwägung ziehe, dann sollte ich mir genau überlegen, aus welchen Gründen ich diesen Jobwechsel mache und es auch aus einer Perspektive des übergeordneten oder der übergeordneten Lebenszufriedenheit betrachten und nicht einfach nach einer weiteren höheren Bezahlung. Grund Nummer 2, ein korrosives Arbeitsumfeld. Ein korrosives Arbeitsumfeld ist ein Arbeitsumfeld, was durch negative Energien geprägt ist, die zerstören und zersetzen. Und das passiert meistens dann, wenn auf der Führungsebene Machtkämpfe ausgetragen werden, die nicht dazu dienen, das Unternehmen weiterzubringen, Mitarbeiter zu fördern, mitzunehmen, einzubinden und für das Gesamtwohl aller Mitarbeiter und des Unternehmens zu sorgen. Dadurch entsteht eine Arbeitsatmosphäre, in der es gelinde gesagt keinen Spaß macht zu arbeiten. Das heißt, Chefs nutzen die Mitarbeiter aus, Mitarbeiter versuchen sich untereinander auszustechen. Es wird eine Haifischbecken-Ellbogen-Atmosphäre begründet, in der man einfach als Mensch nicht sein volles Potenzial entfalten kann. Denn wenn man unter so einem Druck steht, dann haben auch wissenschaftliche Untersuchungen gezeigt, ist man nicht in der Lage, sein volles Potenzial abzurufen und im Grunde genommen nach seinen besten Fähigkeiten zu arbeiten. Das heißt, jeder, der in so einer Arbeitsatmosphäre arbeitet, sollte sich eigentlich schleunigst nach einem neuen Job umsehen. Grund Nummer 3, schlechte Vorgesetzte. Ob man das jetzt Chef, Vorgesetzter, Führungskraft oder wie auch immer nennen will, ich finde ja immer noch, der beste Begriff ist Leader, der leider ins Deutsche übersetzt mit dem politisch verbrannten Begriff Führer ja wäre. Auf jeden Fall, wenn der Leader, wenn die Führungskraft in dem Fall nicht gut ist und keine Führungspersönlichkeit ist, dann leidet auch die eigene Arbeit darunter. Was macht also einen guten Leader, also eine gute, starke Führungspersönlichkeit aus? In erster Linie ist ein Leader jemand, der etwas sehen kann, was andere Menschen nicht sehen können. Das heißt, er hat eine Klarheit in der Wahrnehmung, die andere Menschen nicht besitzen. Das heißt, er hat eine Art Vision. Und mit Vision meine ich jetzt nicht irgendwelche Halluzinationen und dass man sich irgendwelche Spinnereien ausdenkt, sondern wirklich eine Art der Wahrnehmung, unbetrübte Wahrnehmung, die andere Menschen nicht haben. Es ist leider heute gängige Praxis geworden, dass Menschen, die gute und sehr gute fachliche Arbeit leisten, in Führungspositionen befördert werden. Und das ist meiner Meinung nach ein Trugschluss. Fachliche Kompetenz ist sehr, sehr wichtig, keine Frage. Aber Fachkompetenz und Führungskompetenz sind zwei völlig verschiedene Dinge. Nur weil jemand gute fachliche Arbeit leistet, heißt es noch lange nicht, dass er gute Führungsqualitäten besitzt und in der Lage ist, andere Menschen zu führen, eben diese Vision zu haben,
haben, bei der er andere Menschen mitnehmen kann, sie inspirieren kann und dafür sorgen kann, dass diese ihr Potenzial entfalten und gute Arbeit leisten. Ein Leader hat auch die Fähigkeit, jegliches Lob, was für die Arbeit seines Teams quasi ausgesprochen wird, 100% 1:1 an sein Team weiterzugeben und kein Lob für sich selbst einzustecken und umgekehrt jegliche Kritik an der Arbeit seines Teams abzuwehren, für sich selbst einzunehmen und keine Kritik an das Team selbst weiterzuleiten. Das hört sich jetzt ziemlich unfair an, aber genau das ist es, was einen Leader ausmacht. Ein Leader ist jemand, der verstanden hat, dass seine Verantwortung grenzenlos ist, dass er für alles verantwortlich ist und diese Verantwortung auch wahrnimmt und lebt. Und das gilt im Grunde genommen für jeden Menschen, nur dass leider die meisten Menschen das bis an ihr Lebensende nicht realisieren und umsetzen. Also kurz, wenn man einen Leader hat, der nichts taugt, dann ist man auch unzufrieden in seiner Arbeit. Grund Nummer 4, keine Autonomie. Keine Autonomie bedeutet, dass man das Gefühl hat, dass man keine Kontrolle über seinen Arbeitsalltag hat, keine Kontrolle über seine Handlungen, keine Kontrolle über das, was man mit seinen Handlungen bezwecken möchte. Und das trifft auch ganz oft auf sogenannte höhere oder akademische Berufe zu, wie Ingenieure, Ärzte, Architekte und Anwälte. Jetzt könnte man ja meinen, dass gerade in solchen Berufen der Grad an Autonomie relativ groß ist im Vergleich zu vielleicht einfacheren Berufen. Dem ist aber nicht so. Und das hat auch ganz viel mit einer Erwartungshaltung zu tun. Wenn jetzt jemand an einem Fließband arbeitet, zum Beispiel, dann weiß er eigentlich von vornherein, dass er keine Selbstbestimmung über seine Arbeit hat, dass er im Grunde genommen nicht selber bestimmen kann, wie er seine Arbeit einteilt, was er macht, wie er was priorisiert. Wenn man jedoch so einen etwas, ich sag mal, höheren Beruf hat, dann hat man vielleicht die Erwartungshaltung, dass ich eine gewisse Autonomie über meinen Beruf habe, die auch zu einem gewissen Grad gegeben ist. Aber oft ist es so, dass wir Restriktionen von unserer Firma oder unserer Praxis bekommen, sodass wir eigentlich ein sehr enges Korsett vorgegeben bekommen, nur in dem wir uns bewegen können, wo wir quasi doch keine Selbstbestimmung und keine Freiheiten haben. Es mag jetzt vielleicht Menschen geben, die das als Luxusproblem abtun. Dem ist aber nicht so, denn die Natur des Menschen ist nun mal so, dass er sich beständig ausdehnen will, dass er beständig seinen Einflussbereich im Grunde genommen, nicht seinen Interessenbereich, ich verweise hier nochmal auf das Video von Stephen Covey, seinen Einflussbereich vergrößern möchte, dass er mehr Autonomie, mehr Selbstbestimmung erleben möchte. Und das ist halt wirklich ein menschliches Bedürfnis, das man nicht unterschätzen sollte. Deswegen ist es ja auch so, dass der weltbekannte Psychologe Abraham Maslow auf die Spitze seiner Bedürfnispyramide die Selbstbestimmung gesetzt hatte. Denn das ist das höchste Bedürfnis eines Menschen. Ich finde das ja auch sehr interessant, dass er kurz vor seinem Tod 1970 eine neue Spitze eingeführt hat, die er die Transzendenz genannt hat. Das heißt etwas, was das eigene Selbst übersteigt und darüber hinausgeht. Etwas, was größer ist als man selbst. Und ich finde, das ist eine sehr interessante und auch folgerichtige Beobachtung nach meiner Erfahrung, die auch wirklich wichtig ist. Grund Nummer 5, kein Gefühl der Erfüllung oder Sinnhaftigkeit. Und dieser Grund ist auch sehr eng verbunden mit einem Gefühl der Verbundenheit. Wenn wir uns nicht verbunden fühlen mit den Menschen um uns herum, mit denen wir eine gewisse Arbeit leisten, denn letztlich ist es ja so, wir haben uns mit Menschen zusammengetan, um gemeinsam ein höheres Ziel zu erreichen. Wenn wir aber nicht das Gefühl haben, dass wir mit diesen Menschen, die nun mal unter dem Dach eines Unternehmens oder einer Praxis oder einer Firma, was auch immer, arbeiten, wenn wir nicht das Gefühl haben, dass wir alle gemeinsam an einem Strang ziehen und ein höheres Ziel verfolgen, dass wir nicht einem Zweck dienen, letztendlich, für den das Unternehmen da ist, falls es diesen höheren Zweck überhaupt hat, dann erfüllt uns das nicht. Dann haben wir das Gefühl, dass wir nichts Sinnhaftes leisten. Letztendlich ist es ja so, dass jedes Unternehmen einzig und allein zu dem Zweck da ist, das menschliche Wohlergehen, das menschliche Wohlbefinden zu steigern und zu fördern. In welcher Form auch immer das stattfindet. Ob ich das durch Autos, Motorräder, Fahrräder, also Transportmittel bewerkstellige, ob ich das über Unterkünfte wie Wohnungen und Häuser bewerkstellige, ob ich irgendwelche anderen Dinge baue, ob ich Kleidung herstelle oder auch Dienstleistungen liefere. Am Ende ist jedes Unternehmen dazu da, das Wohlergehen anderer Menschen zu steigern. Und wenn ich das nicht schaffe, dann habe ich eigentlich als Unternehmen auch keine Existenzberechtigung. Viele Unternehmer, Gesellschafter und Aktionäre sehen das vielleicht nicht so, weil sie nur die kurzfristige Profitmaximierung im Sinn haben und einfach nur möglichst schnell, möglichst viel Geld für sich selbst machen wollen. Aber meiner Erfahrung nach wird es dazu führen, dass man relativ schnell
ausbrennt, wenn man solche Ziele hat und verfolgt und wenn man nicht das Gefühl hat, dass man miteinander ein höheres Ziel verfolgt, dann wird man auch unglücklich und unzufrieden. Ich selbst bin als Arbeitnehmer ja im Grunde genommen auch ein Kunde meines Unternehmens. Ich kaufe vielleicht nicht das Endprodukt oder die Dienstleistung, die mein Unternehmen oder das Unternehmen, für das ich arbeite, verkauft. Aber ich bin der Abnehmer einer Arbeit. Und diese Arbeit ist ja auch ein großer Teil, der zu meinem Wohlbefinden oder eben nicht zu meinem Wohlbefinden beiträgt. Das heißt, wenn das Unternehmen, für das ich arbeite, mir in diesem Sinne nicht die Dienstleistung einer guten Arbeit bieten kann, dann kann ich ja genauso wie jeder andere Kunde auch, der ja frei entscheidet, ob ich mein Geld zu einem Unternehmen trage oder zu einem anderen Unternehmen trage, genauso entscheiden, ob ich meine Arbeitsleistung diesem Unternehmen anbiete oder eben nicht anbiete. Und wenn die Arbeit, die Firma, in der ich arbeite, mir eben nicht zu mehr Wohlbefinden verhilft, dann kann ich genauso gut und sollte auch genauso gut mich dafür entscheiden oder dagegen entscheiden und mir eine andere Arbeit suchen. Es gibt noch mindestens 10 weitere Gründe, die zur Unzufriedenheit von Arbeitnehmern beitragen, aber an dieser Stelle soll es das erstmal gewesen sein. Schreib mir doch gerne unten in die Kommentare, ob einer dieser 5 Gründe auf dich zutrifft. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.